Hi Friends, wir sind gestern auf Korfu angekommen, der Küsteninsel Griechenlands. Ist eher so im Norden, also eigentlich schon die nördlichste Insel von Griechenland, Richtung Albanien hoch. Und genau, wir sind gestern angereist von München aus. Mega früh schon angekommen, ging eigentlich echt entspannt. Also wir sind 1 Stunde 40 geflogen von München aus und dann Koffer direkt bekommen, war ja ein relativ kleiner Flughafen hier auf Korfu. Und unseren Mietwagen abgeholt und dann ab zum Hotel. Und dann haben wir gestern auch gar nicht mehr so viel gemacht. Wir waren dann noch schön essen bei einer kleinen Taverne und haben uns hier einfach den Ort, das Meer, alles angeguckt und ausreichend geschlafen. Was nicht ganz so entspannt war wie der Tag gestern, war tatsächlich die Anreise zum Flughafen. Wir mussten aufgrund des Bahnstreiks, der war, leider schon am Tag vorher anreisen, also am Abend vorher, und haben dann die Nacht am Flughafen verbracht. Nicht ganz so entspannend war. Also zumindest wenn man hofft, dass man genug Schlaf kriegt, dann klappt es ja nicht, weil einfach die Bänke nicht so bequem sind. Aber egal, wir sind hier und haben uns gelohnt und wir haben unseren Flug geschafft, von dem her alles super. Und wir nehmen euch jetzt auf jeden Fall mit auf unsere Reise und zeigen euch in diesem Vlog so, was man so in Korfu machen kann, essen kann. Und genau, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Acheion, dem Palast von Sissi. Haben jetzt hier unten geparkt, also da war ein Schild, wenn ihr hierher kommt, dann Free Parking, einfach dem Schild folgen, da ist ein großer Parkplatz. Und dann geht's hier die Treppe hoch und ja, wir schauen jetzt mal hin. So, wir waren jetzt circa 1,5 Stunden im Acheion. Ja, genau. Ist halt schade jetzt aktuell, stand aber auch schon am Eingang, sind die oberen 2 Stockwerke halt wegen Renovierungsarbeiten noch länger geschlossen. Also waren wir jetzt nur im unteren Stockwerk und konnten da die Räume angucken und dann halt eben hier im Schlossgarten, im Garten des Palastes. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Der aber echt schön ist, ja. Ja, genau. Und haben jetzt hier auch in den Infotafeln gerade noch gelesen, dass danach Kaiserin Sissi das auch noch für alle möglichen Sachen genutzt wurde, als Militärkrankenhaus, Kindergarten, für Casino. Der EU, Casino. Und jetzt eben seit ein paar Jahren ist es dann quasi halt als Museum und man kann es eben hier auf Korfu besichtigen. Es ist auf jeden Fall ein sehr atemberaubendes Gebäude und genau, richtig cool. Heute in Korfu Stadt, haben einen Tagesausflug gemacht, weil das Wetter jetzt nicht ganz so schön heute war, wobei jetzt tatsächlich die Sonne auch rauskommt. Und wie man sieht, hier ist ganz schön was los und wir gucken uns jetzt einfach ein bisschen die Stadt an und lassen sie auf uns wirken. Wir sind gerade am Canal d'Amour. Das ist so ein Wasserarm, der zwischen 2 Klippenvorsprüngen, zwischen 2 Felsen quasi durchgeht und einen Kanal bildet.
Ich habe auch gerade gelesen, es gibt verschiedene Überzeugungen, warum es Kanal der Liebe genannt wird. Und habe dann auch gelesen, dass von den Einheimischen es so genannt wird, weil hier so ein kleiner Tunnel ist. Können wir euch auch noch zeigen. Und wenn verliebte Paare da gemeinsam durchschwimmen, dann bleiben sie für immer zusammen. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Bisschen enttäuscht sind wir gerade schon, weil es sah auf den Bildern deutlich krasser aus. Also es ist jetzt gerade leider auch ein bisschen bewölkt. Wir warten jetzt mal ab, ob die Sonne noch mal ein bisschen rauskommt. Gehen auch auf jeden Fall mal eine Runde schwimmen. Aber es ist wohl auch jetzt mittlerweile immer mehr zugebaut worden mit Restaurants, was halt vor ein paar Jahren scheinbar noch nicht war. Und auch auf den Fotos eben noch nicht zu sehen war. Aber trotzdem echt süß. Also hier, wir sitzen jetzt hier auch auf den Klippen. Hier sind so wirklich so kleine Terrassen und die Leute legen sich alle hier hin mit ihren Handtüchern, weil der Strandabteil wirklich sehr, sehr klein ist und der auch schnell überflutet werden kann. Aber hat auf jeden Fall auch was, mal hier so auf solchen Steinterrassen zu sitzen. Und genau, wir gucken jetzt mal, wie es hier so ist. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof by yourself? So, und da vorne sieht man jetzt auch die Höhle, wo man durchschwimmen soll, wenn man für immer mit seinem Partner zusammen sein möchte. Eine Bootstour gemacht und sind jetzt nach Paxos gefahren. Hier sind wir gerade im kleinen Örtchen Gaios, beziehungsweise es ist das größte Örtchen sozusagen auf Paxos und schlendern hier ein bisschen durch die Gassen. Wir sind jetzt hier gerade am Hafen. Wetter ist mega heute, also es ist richtig, richtig heiß und wir haben gerade mal vormittags und wir schauen uns jetzt Gaios ein bisschen an, gehen ein bisschen durch die Gassen und ja. Gotta find my way to you, your heart is drifting out of reach. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you, even though you're next to me. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you, your heart is drifting out of reach. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Wir sind heute am Kap Drastis und es sieht einfach unglaublich aus. Das Wasser ist so klar, es sieht so schön und malerisch aus mit den weißen Felsen und wir gehen jetzt mal runter und gucken uns das an. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Man kommt nur leider gar nicht überall hin. Macht wahrscheinlich mehr Sinn mit einem kleinen Boot. Ich denke mal, wir überlegen uns die nächsten Tage, dass wir uns vielleicht ein kleines Boot holen, oder? Ja, man kann im Kanal der Amur eins mieten. Das glaube ich sogar. Also man kann eins mieten und muss nicht mal so einen Führerschein haben. Ja. Bis 30 PS kann man das einfach so haben.
und ich würde sagen, machen. Das überlegen wir uns mal. Kanal der Mur ausmieten und einfach hinfahren. Mal gucken. Aber auf jeden Fall echt sehr, sehr, sehr schön mit den ganzen Felsen hier drin. Mega schön. Hey. Geparkt wird hier halt auch auf eine interessante Art und Weise. Einfach kreuz und quer und Hauptsache das Auto steht, ne? Muss man auf jeden Fall gucken, aber ich glaube die Mietwägen und die Autos haben alle auch schon was abbekommen. Also da ist glaube ich kein Auto mehr irgendwie noch ohne Kratzer oder irgendwas. Aber ja, ist halt ein bisschen anders als bei uns. Ja, und wir schwitzen gerade, weil wir gerade von ganz unten hergekommen sind. Der Weg ist auf jeden Fall ein Stückchen, aber geht. Heute im Örtchen Sidari ein Boot gemietet. Ich hoffe, man kann mich hören. Wir sind gerade auf dem offenen Meer und der Motor läuft. Es ist super, super traumhaft. Wir schauen uns heute die Route Kap Drastis, Kanal der Mur einmal an. Also sind jetzt 2 Stunden gut unterwegs. Der Wellengang ist ein bisschen, also wir wurden auch schon ein bisschen vorgewarnt, dass es noch stärker werden könnte und wir dann besser umdrehen sollten. Aber mal schauen, wir sind guter Dinge und es ist super, super schön. Wir haben bisher nur morgens dran. Und es ist noch so die Morgensonne, es glitzert alles noch so und das Meer ist einfach so schön blau und auch die Landschaft, es ist unglaublich, sich das einfach mal von der Seite hier aus anzuschauen. Richtig, richtig schön. Und ja, wir schippern jetzt einfach mal hier an der Küste entlang und schauen mal, was wir noch so sehen und ja, hoffen, dass der Wellengang nicht stärker wird, dass wir hier ohne Erfahrung gut entlang fahren können. Reise endet hier. Wir müssen heute leider Korfu wieder verlassen. Für uns geht es zurück nach Hause. Hinter uns ist gerade noch einer der schönsten Sonnenaufgänge, den wir hier sogar jeden Tag hatten. Also ist gerade der Blick hier von unserem Balkon. Wenn man rechtzeitig aufsteht natürlich. Wenn man rechtzeitig aufsteht. Aber auf jeden Fall mega, mega schön. Und es war richtig schön. Also wir hatten jetzt 9 Tage hier und haben eigentlich die Insel von oben bis unten komplett erkundet mit unserem Mietwagen, haben mega viel gesehen, haben viel erlebt, viel gegessen, viel unternommen und es war richtig schön, also hat mir richtig gut gefallen, die Insel ist schön grün hier und ich würde sagen, mein Highlight war tatsächlich Giana Beach, weil einfach diese Bucht, wir hatten sie fast für uns und es war einfach so ein cooler Strand und auch ja. Der Weg darunter war einfach mega das Erlebnis. Und anderes Highlight war auch die Bootstour nach Antipaxos, also die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Mit diesem kristallblauen Wasser, wo wir dann schwimmen waren und das kleine Dörfchen auf Paxos, das war auch super interessant und auch einfach Boot fahren mache ich eh total gerne. Von dem her, das war auch richtig cool. Genau. Ja, ja. Wir waren mit dem Mietwagen hier und da muss man zusagen, das sind wirklich teilweise Feldwege hier, also wirklich mit vielen Schlaglöchern. Also es gibt auch gar keine Autobahnen hier ja, auf genau, Korfu. Genau. Und man fährt da einfach in so eine Straße, in so einen Feldweg rein und denkt, da kann kein Auto kommen, von dem Gefühl her, von wie wir in Deutschland Straßen gewohnt sind. Und dann kommen da 5 Autos, weil es halt einfach normale, weil es halt normale Straßenviertel sind. Es ist sehr eng, ja. Die Leute fahren ein bisschen wilder, die ganzen Mofas schlängeln sich an einem vorbei. Aber wenn man das beachtet, ist es echt machbar. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall total, sich einen Mietwagen zu holen. Dann ist man nicht irgendwo an einen Unterkunftsort, Hotelort gebunden, sondern man kann einfach flexibel rumfahren, wie man spontan, möchte. Spontan, ja. Muss nicht irgendwie auf irgendeinen Bus warten. Man kann einfach stoppen, wo man will. Also wir haben oft mal irgendwo einfach angehalten, an irgendwelchen schönen Stränden, die wir sonst nie gesehen hätten. Oder irgendwo irgendwelche Läden oder Supermärkte. Ganz spontan in eine Taverne irgendwo mal rein. Genau, genau. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Man kann sich ja auch einen Mietwagen nicht für die ganze Zeit holen, sondern nur für ein paar Tage.
oder auch ein Quad oder auch ein Roller, haben wir hier alles gesehen, also geht alles. Ist auf jeden Fall auch cool, mit einem Quad hier unterwegs zu sein und ja, dass man auf jeden Fall ein bisschen was sieht. Und genau, das war's dann so von uns. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. So, kleiner Nachtrag. Wir sind jetzt mittlerweile im Zug auf dem Weg nach Hause. War aber kurzzeitig nicht ganz abzusehen, ob wir es noch schaffen. Ja, wir hatten ja gerade den Mietwagen zu gelobt. Es hat allerdings auch Nachteile, muss man ganz eindeutig sagen. Und ist der Wagen stehen geblieben auf dem Weg zum Flughafen. Irgendwo mitten auf dem Berg, irgendwo. Mitten auf der Straße. Und die Kupplung war durch und es ging gar nichts mehr. Es hat auch gestunken und geraucht und ja, wir mussten dann da stehen bleiben. Und es war halt kurz vor knapp, wir mussten dann dringend zum Flughafen. Haben es im Endeffekt noch geschafft, weil wir ein Taxi dann bekommen haben. Aber ja, war auf jeden Fall jetzt nicht ganz so witzig, hier noch zum Flughafen zu kommen. Und wird halt auch teuer, ne? Also das muss man halt auch ganz klar sagen, dass bei so Mietwagen dann halt auch nochmal unerwartete Kosten, wenn halt irgendwas